Ein Puppenhaus in der Schule der Geheimpolizei PIDE DGS. Hier lernten die Polizisten Observation und lautlosen Einbruch. Andere Lektionen, einfache Verhörmethoden wie Zusammenschlagen und kompliziertere wie Folter durch Schlafentzug. Demokraten aller politischen Richtungen, streikende Arbeiter, demonstrierende Studenten, Kriegsgegner. Sie alle wurden im NATO-Land Portugal bespitzelt, verhaftet, gefoltert. Marineoffiziere entdecken nach dem 25. April 1974 einen Trakt unter Caxias, dem Gefängnis für politische Gefangene. In dieses vollkommen dunkle und vermoderte Verlies kamen Gefangene, die nicht aussagen wollten. Mit der Flut im nahegelegenen Meer stieg auch hier das Wasser. Niemand weiß, wie viele Gefangene hier in dem halben Jahrhundert Faschismus ums Leben gekommen sind. Erst in den letzten Jahren der Diktatur wurde der Kerker geschlossen und durch moderne Foltermethoden ersetzt. Am 25. April 1974 wurden von Marinesoldaten die Tore geöffnet und alle politischen Gefangenen freigelassen. Brandola, Villa Morena. 25. April 1974. In den Studios von Radio Renascenza. Es ist 0.29 Uhr. Das Lied Grandola wird ausgestrahlt. Es ist das verabredete Zeichen für die Offiziere, die sich der Verschwörung der MFA angeschlossen haben. Der Aufstand gegen das faschistische Regime beginnt. Das Lied ist schon Programm. An jeder Ecke ein Freund, sagt der Text. Auf jedem Gesicht Gleichheit. In dir, Grandola, hat das Volk am meisten zu bestimmen. An der Spitze mehrerer Einheiten bemächtigen sich junge Hauptleute der Metropole Lissabon. Nach mehreren geheim abgehaltenen Offiziersvollversammlungen hatten sie beschlossen, das Regime des Diktators Caetano zu stürzen. Es war das einzige Mittel, den Kolonialkrieg zu beenden. Erst in den frühen Morgenstunden hatten sie es auch den Soldaten und Sergeanten gesagt, die sich in dieser Nacht auf Routinemanövern glaubten. Soldaten und Sergeanten nehmen die Nachricht mit Begeisterung auf. Um 7.30 Uhr ruft ein erstes Kommuniqué die Bevölkerung auf, ruhig zu bleiben und nicht aus dem Haus zu gehen. Aber schon entscheidet die Bevölkerung anders und greift selbst in den Ablauf der Geschichte ein. Dieser Ungehorsam wird alles ändern. Am Nachmittag eine Explosion der Freiheit von unerwartetem Ausmaß. Nach den langen Jahren des Schweigens und der Demütigung, der Unterwerfung und des Obskurantismus, der Opfer und der Hoffnung. Wie ein breiter Strom zieht das Volk durch die Straßen, erobert sie zurück und beginnt sich so der Militärrevolte zu bemächtigen, um daraus Schritt für Schritt seine Revolution zu machen, die jede politische Konstruktion über den Haufen werfen wird. Klinik des Volkes, im besetzten Herrensitz in Aveiras de Cima. In diesem Dorf hat die Bevölkerung einen Teil der Macht ergriffen. Diese Machtübernahme durch einfache Leute symbolisiert das erste Jahr des neuen Portugal. Zusammen mit Militärs, deren ungewöhnlichste Eigenschaft Ehrlichkeit und Offenheit ist, erfinden sie ihren Sozialismus.